das Interessante ist ja, das Einzige, was sicher ist, wenn man geboren wird, ist, dass man stirbt. Also das ist die zuverlässige Konstante in unserem ganzen Leben. Und das finde ich total spannend, weil mir gibt es irgendwie so eine Sicherheit. Diese Angst vor dem Tod und die Ausgrenzung der Verstorbenen ist eigentlich die andere Seite der Materialismusmedaille. Denn der Materialismus hängt ganz stark davon ab, von dem Gedanke, wir sind nur unser physischer Leib, und wenn wir den nicht mehr haben, und das ist ja nach dem Tode dann so, man ist ja ausgetreten aus dem physischen Leib, dann sagt der Materialismus, ja, siehste, dann gibt es nichts mehr, dann bist du weg. Das sagt der Materialist. Wenn man aber empfinden würde, ja klar, dann gibt es ja die Seele noch und den Geist des Verstorbenen, und der macht natürlich andere Entwicklungen durch, wie wenn man inkarniert ist, aber wenn man davon ausgeht, dann würde auch der Materialismus in sich zusammenfallen. Die ganze Zeit mit Timon, als ich schwanger war, aber auch die Zeit, seitdem er gegangen ist, das ist für mich so wertvoll, dass ich das auch in meinem Leben, so wie du das vorhin auch beschrieben hast, das ist nichts, was ich missen möchte, sondern es ist mit allem Schmerz, der natürlich da drin steckt, wenn man sein Kind verliert, ist es trotzdem eine, ja, es ist ein riesiges Tor aufgegangen. Ja, das macht natürlich Mut für viele Menschen, die ja doch auch vor so ähnlichen Todesfällen stehen. Und wenn es nur dieses Negativprägung gibt, Tod, schlimm, du musst trauern, trauern muss man. Also man darf die Trauer auf gar keinen Fall irgendwie wegschieben. Das sind einfach normale Seelenprozesse. Aber wenn es da gar keine Positivbilder gibt, ist es eigentlich echt eine traurige Angelegenheit. Mhm. Ja. Und deswegen war es und auch ein Abschneiden von den Lebenskräften, was man eigentlich immer macht, weil dieses eigentlich, dass die Verstorbenen nicht mehr integriert sind, damit schneiden wir uns selbst von unseren Inspirationsquellen und Kraftquellen eigentlich ab, weil die Verstorbenen sind es. Wenn man Angst hat vor dem Tod, lebt man nicht mehr. Ja. Und als wir den Tod integriert haben, haben wir angefangen zu leben. Also es hat sich genau, das ist das Unglaubliche. Also die Auseinandersetzung damit oder die sozusagen die Konfrontation damit hat uns eigentlich ins Leben zurückgebracht.